Einen recht schönen guten Abend. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur dritten Lounge, gestreamt, die wir hier live für Sie aus dem Theater im Delphi in Weißensee in Berlin spielen. Heute heißt unser Thema In a Landscape, passend zu dem wunderschönen Wetter und zum Frühling, der um uns herum ausgebrochen ist. Und die Musik, die Sie hören und sehen können heute Abend, ist Minimal Art, Minimal Music aus dem 20. Jahrhundert. Mit einem ganz kleinen wenig Einspringseln von auch alter Musik. Begonnen haben wir mit Opening Piece von Philip Glass. Es geht jetzt weiter mit Stücken von Meredith Monk und von John Cage, von Peter Bauer und von Tarquinio Merula. Und heute Abend spielen für Sie ganz besonders von uns begrüßt der Wiederauferstandene, die letzten Male so schmerzlich vermisste und doch wieder zu uns zurückgefunden habende Bo Wiget, genesen von einer schweren Erkrankung, die kein Covid-19 war, sondern wahrscheinlich schweren künstlerischen inneren Verwerfungen geschuldet war in dieser zarten und so bewegten Seele. Also Bo Wiget spielt Cello, Peter Bauer sitzt links neben ihm, spielt Perkussion, Annette Rheinfurth spielt auf dem Kontrabass, Daniela Gubatz spielt Violine, Carola Elßner spielt Saxophone, Martin Ripper spielt Blockflöten, Hans-Werner Apel spielt auf der großen Laute, auf dem Chitarrone oder auf der Theorbe, ganz wie Sie möchten. Ich spiele auch Theorbe und heiße Wolfgang Katschner. Viel Spaß bei dieser kleinen oder guten halben Stunde mit Minimal Music wünschen wir allen Ihnen. in diese geheimnisvolle Frage, gestellt von Bo Wiget am Ende unseres Stückes, hinein gilt es schon wieder ans Abschiednehmen zu denken, denn die letzten Stücke brechen heran. Wir spielen für Sie Virgin Queen von John Playford und dann eine modifizierte Variante von Clapping Music von Steve Reich, kombiniert mit einer Chanson von Guillaume Dufay. Und dann ist es schon an der Zeit, Danke zu sagen an all die Mitspieler, an das rauschende virtuelle Publikum für die Aufmerksamkeit. Und wir freuen uns schon auf nächste Woche, vielleicht in gewisser Hinsicht. Da werden wir wieder hier sein in einer Woche, zusammen mit der Berliner Sopranistin Anna Prohaska. Und dann erwartet sie Musik von Johann Sebastian Bach. Und bis dahin wissen Sie, was man jetzt sagt. Und ansonsten einen schönen Abend noch. Bleiben Sie gesund.